Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs in Haiger. Ich stehe gerade vor der Allendorfer Kirche und hier ist es so, dass seit Tagen auf dieser Baustelle sich irgendwie nichts mehr tut. Irgendwie ist das nicht so einfach manchmal, wenn man das Gefühl hat, eigentlich müsste jetzt hier mal weitergehen, aber es passiert nichts, wenn man warten muss. Ich warte nicht furchtbar gerne. Ich bin jemand, der lieber zack, 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 so die Sachen nacheinander, hintereinander weg hätte. Das wäre mir am liebsten. Aber das Leben läuft halt nicht immer so. Und manchmal brauchen Sachen, damit sie wirklich gut werden, einfach ihre Zeit. Gut Ding will Weile haben. Das ist auch ein richtiges Adventsthema eigentlich, oder? Denn schon immer und zu unterschiedlichsten Zeiten haben Leute sich gewünscht, dass Rettung kommt, dass Lösungen kommen für die großen Probleme, vor denen wir stehen. Aktuell das Corona-Thema, wir haben das Gefühl, es geht immer weiter aufwärts und nur ganz selten mal bergab. Wir haben das Gefühl, es sind die Booster-Impfungen gerade alle so dran. Aber lösen die schon das Problem? Was kommt danach? Wie geht's weiter? Wir sind alle so ein bisschen in der Warteschleife und in der Abwartehaltung. Gut Ding will Weile haben. Bis wann soll man da aushalten? Bis wann soll man warten? Wie lange müssen wir warten? Haben es die Menschen zur Zeit Jesu gefragt, bis der Retter kommt? Was ist hier zu beachten? Ich denke, in dieser Hinsicht ist es auf jeden Fall eine spannende Sache, darauf zu schauen, was die Bibel sagt. Und da lesen wir einen interessanten Satz. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zur richtigen Zeit, als die Zeit erfüllt war, als, so steht es dort im Bibeltext, der Kairos Gottes da war, der Zeitpunkt Gottes, der richtige Zeitpunkt, der Zeitpunkt von Gott her richtig. Und so ist es vielleicht auch mit dem, was wir jetzt hier in der Vorweihnachtszeit erleben. Wir brauchen den Moment, wo von Gottes Seite her die Zeit erfüllt ist, dass Corona besiegt wird. Oder vielleicht wir so damit leben, lernen, dass wir uns davon nicht erschrecken lassen und den Alltag kaputt machen lassen, den Glauben, die Gottesdienste, die Gemeinschaft kaputt machen lassen, sondern dass wir es lernen, Wege zu finden, in der guten Art damit umzugehen, sodass es uns nicht schadet und wir trotzdem einander begegnen können, trotzdem auch ihm begegnen können, gemeinsam begegnen können. Und so ist es vielleicht auch mit dem Warten auf viele andere Dinge in unserem Leben, Konflikte, Herausforderungen, wo wir vor Lösungen stehen, die noch nicht greifen und die guten Lösungen irgendwie noch nicht da sind, wo wir darauf hoffen, vertrauen müssen, dass sie noch kommen. Ich wünsche uns eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Und dass es hier, wie auf der Baustelle, hoffentlich bald weitergeht. Dass es auch in unserem persönlichen Leben bald weitergeht. Dass wir mit der Lösung der Corona-Fragen bald weiterkommen. Und dass wir vor allem den feiern, der kommt, um uns zu erlösen. Zum richtigen Zeitpunkt ist Christus gekommen. Das ist unsere Hoffnung. Denn an Weihnachten wird Christus geboren. Und den richtigen Zeitpunkt abzuwarten in unserem Leben, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Aber der richtige Zeitpunkt wird kommen, der Kairos Gottes, auch für dein und mein Leben. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du es gut meinst mit uns und uns nicht vergessen hast, auch wenn wir uns wie in der Warteschleife fühlen, das Gefühl haben, es geht nicht weiter, wenn wir das Gefühl haben, alles klemmt und hängt. Wir wollen dir vertrauen, dass zum richtigen Zeitpunkt gut Ding Weile hat, zum richtigen Zeitpunkt das Gute kommt. Du kommst, Christus. Darauf wollen wir uns verlassen. Wollen auf dich vertrauen, wollen dir danken, dich anbeten, dass du uns nicht im Regen stehen lässt. Amen.